Heute beim elektrischen Reporter: Studiertes, Gedrosseltes und Repariertes. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Internet hat der Welt nicht nur einen ganzen Haufen neuer Berufe geschenkt, vom Pixelschubser bis zur Twitter-Tussi. Neuerdings macht das Netz sich sogar daran, ganze Lehrsysteme zu revolutionieren, wie unser erster Beitrag zeigt. Seit rund 1000 Jahren sind Universitäten in Europa die zentralen Hüter des Wissens. Viele Lehrformate, wie etwa die Vorlesung, sind genauso alt. Jetzt bekommen die altehrwürdigen Lehranstalten Konkurrenz aus dem Internet. Massive offene Online-Kurse, kurz MOOCs, sind Seminare, an denen man online teilnehmen kann, ganz ohne an einer Universität eingeschrieben zu sein. Von überall und zu jeder Zeit. Jörn Luwischach ist einer der populärsten MOOC-Macher aus Deutschland. 22.000 Menschen haben den YouTube-Kanal des Mathematikers von der FH Bielefeld abonniert. Dabei hat alles ganz klein angefangen. Ich hatte ein paar Nachzüglerstudenten, die nicht zu der Vorlesung kommen konnten. Die hatten einen anderen Termin. Und für die habe ich einfach eine Lösung gesucht. Das war dann YouTube. Und dann ist der Schritt zur Öffentlichkeit ganz einfach gewesen. Man stellt es auf YouTube und damit ist es öffentlich. Punkt. Luwischach machte die Nachhilfevideos zum festen Teil seines Unterrichts und stellte schnell fest, die Filme wurden nicht nur von seinen Studierenden genutzt. Schließlich begann er damit, nebenbei auch Inhalte speziell für sein digitales Publikum zu produzieren. Die Arbeit an MOOCs hat mir gezeigt, was möglich ist. In der normalen täglichen Lehre an der Hochschule hat man so ein bisschen Scheuklappen und denkt, ah, das geht nicht, weil Modulbeschreibung, Akkreditierung. Man lernt, dass viele Sachen möglich und interessant sind und unbedingt mal gemacht werden müssten. MOOCs können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt simple, abgefilmte Vorlesungen, aber auch höchst interaktive Formate mit Quizzen und speziellen Aufgaben. Diskussionen zwischen den Teilnehmern finden vor allem in Foren statt. Seinen größten MOOC hat Luwischach für den amerikanischen Anbieter Udacity gestaltet. Dort hat auch Dennis Celada aus Guatemala die meisten seiner MOOCs absolviert. Celada studierte an der Universität von Guatemala Informatik. An den MOOCs schätzte er vor allem die Aktualität des Stoffes. Im IT-Bereich ist es wichtig, sein Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Das verändert sich jeden Tag. Das war auch der Grund, warum ich mit Udacity und Coursera angefangen habe, um weiter zu lernen. Das ist toll an MOOCs. Man kann überall und zu jeder Zeit lernen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war jemand, dem ich Fragen stellen konnte. Dieses Manko versucht Celada gerade selbstständig zu beheben. Zusammen mit ein paar Freunden hat er eine lokale Gruppe gegründet. Er hofft, auf diese Weise auch die IT-Szene in Guatemala Stadt zu stärken. Doch die großen MOOC-Anbieter, die an amerikanischen Elite-Universitäten gegründet wurden, stehen auch in der Kritik. Mit mehr als 4 Millionen Nutzern sind sie mittlerweile für Investoren interessant geworden. Robert Meister von der University of California in Santa Cruz befürchtet daher einen Ausverkauf der höheren Bildung. Das Modell von Coursera soll vor allen Dingen Investoren für ein neues System anlocken, das, wenn es funktionieren sollte, darauf abzielt, einen großen Teil der Universitäten weltweit zu ersetzen. Meister wirft Coursera und Udacity vor, unter dem Deckmantel offener Bildung kommerzielle Interessen zu verfolgen. Denn obwohl die Kurse kostenlos angeboten werden, stehen sie nicht unter freien Lizenzen. Die Anbieter stoßen bei uns natürlich auf großes Interesse, mit der Idee, freie Bildung anzubieten. Aber gleichzeitig privatisieren sie das Material und sammeln Daten, mit denen sie den Zugang zu den Kursen einschränken können. Obwohl sich die meisten MOOCs an Uniseminaren orientieren, gibt es Initiativen, die MOOCs ganz anders nutzen wollen. In sogenannten C-MOOCs interagieren alle Teilnehmer als großes Kollektiv und tragen selbstständig Materialien und Übungen zusammen. Monika König hat einen solchen C-MOOC organisiert. Auch sie sieht die Formate der großen Anbieter kritisch. Ich glaube, das Potenzial ist genau das, was von diesen Elite-Unis gerade
nicht gehoben wird. Was ich als eigentliches Potenzial sehe, ist, dass man damit Fragen diskutieren könnte, wo es eben noch gar keine Lösung dafür gibt. Dass MOOCs den Bildungsbetrieb verändern, steht außer Frage. Udacity bietet seit kurzem den ersten vollwertigen MOOC-Masterabschluss an. Doch noch gilt für MOOCs, was Karl Kraus über Bildung generell gesagt hat. Sie ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und nur wenige haben. Kommen wir nun von der Uni zu Vögeln, genauer zu Drosseln. Denn genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Peter Pixan, ich bin Informatiker. Seit ein paar Jahren blogge ich zum Thema Netzpolitik und interessiere mich für Bürgerrechte. Es ist Mitte 2013. Für 2016 hat die Deutsche Telekom gegenüber ihren Kunden in Aussicht gestellt, dass ab Erreichung eines Übertragungsvolumens von 75 GB die Bandbreite auf 384 Kilobit in der Sekunde gedrosselt wird, also Schneckentempo. Es gibt da ein Problem an der Sache. Die Telekom gibt zwar an, ab 75 GB zu drosseln, was sie jedoch verschweigt, ist die Berechnungsgrundlage. Sie könnte mit 1000 oder mit 1024 rechnen, weil wir Menschen rechnen auf einer 10er-Potenz, Computer hingegen kennen nur 1 und 0 und rechnen folglich auf einer 2er-Potenz. Und die Frage, die sich anknüpft, ist, drosselt die Telekom ab 600 Milliarden Bit oder erst ab 644 Milliarden Bit? Mag ja sein, dass das Ganze kleinlich ist, aber da bin ich gerne kleinlich, zumal der Unterschied über eine ganze DVD ist. Wir haben jetzt 2013. Viele Menschen kommen jetzt bereits an das Limit von 75 GB. Was soll denn 2016 sein, wenn noch viel mehr Daten fließen und vielleicht, wenn man 3 Kinder hat? Als ich dann bei der Deutschen Telekom über Twitter nachgefragt habe, ab wann genau sie denn jetzt anfangen zu drosseln, hieß es erstmal, das sei ja eine gute Frage. Könnte man so nicht beantworten, aber gedulden Sie sich mal, Herr Pixar. Die Antwort kommt schon noch. Nach mehrmaligem Hin und Her, ich hatte inzwischen mehrfach nachgefragt, kam dann immer noch keine Antwort. Und letztendlich hieß es dann aber, naja, selbst die Rücksprache mit der Fachabteilung hat ergeben, man wüsste das nicht. Das heißt also, die Telekom schließt Verträge mit ihren Kunden ab und kann aber noch nicht einmal genau eine Auskunft machen, wann genau gedrosselt wird. Ich empfand diesen ganzen Vorgang als völlig absurd und habe dann darüber geblockt. Binnen kürzester Zeit gab es dann 10.000 Menschen, die das gelesen haben und darauf reagiert haben. Und das zeigt mir ganz einfach, dass es offenbar viele Menschen gibt, die sich gerade von den technischen Details betroffen fühlen. Am Ende muss die Telekom eigentlich nur in ihre Verträge reinschreiben, wie genau gerechnet wird. Sinnvoller wäre es, auf diese ganze Drosselei einfach zu verzichten. Nicht nur die Telekom zieht den Unmut ihrer Nutzer auf sich, auch viele Hardwarehersteller verärgern ihre Kunden, indem sie ihre Geräte quasi unreparierbar designen. Einige Zeitgenossen wollen sich das nicht länger gefallen lassen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Noch nie in der Geschichte konnten Menschen aus einer größeren Vielfalt elektronischer Geräte auswählen. Gleichzeitig werden im Hightech-Bereich die Produktzyklen immer kürzer. Konzerne wie Apple haben um ihre Smartphones, Laptops und Tablets herum einen fast schon religiösen Kult erschaffen, der vor allem eine Botschaft enthält. Nur mit den allerneuesten Modellen bist du ein vollwertiges Mitglied der digitalen Gesellschaft. Gerade das Unternehmen Apple hat es wie kein anderes Unternehmen meines Erachtens nach auf der Welt geschafft, diesen Bereich der psychologischen Obsoleszenz voranzutreiben und zu perfektionieren, dass Konsumenten nach relativ kurzen Produktlebenszykluszeiten, 2 oder 4 Jahre, durchaus bereit sind, diese schmerzlich hohen Beträge erneut für das Nachfolgeprodukt auszugeben. Jannis Winzer von Murks Nein Danke ist ein sogenannter Obsoleszenzforscher. Er beschäftigt sich mit der Frage, warum die Produktqualität vieler Elektronikgeräte immer mehr nachlässt. Vom Drucker, der nach ein paar tausend Seiten einfach den Betrieb einstellt, ohne wirklichen Defekt, bis zum Laptop, dessen Akku sich nicht austauschen lässt, reichen seine Beispiele.
Der Fachbegriff hierfür lautet geplante Obsoleszenz. Janis Winzer ist überzeugt. Unternehmen bauen gezielte Schwachstellen ein, um die Lebensdauer ihrer Produkte künstlich zu verkürzen. Und sie machen es dem Besitzer unmöglich, seine Geräte selbst zu reparieren. Das ist der Bereich der Compound-Produkte, das heißt die Produkte, die ein stark verklebtes Innenleben haben. Da merkt man ganz stark, dass das in letzter Zeit mehr wird. Das ist nicht auf Apple bezogen, das heißt zum Beispiel Microsoft mit seinem Surface-Tablet hat genau das gleiche und auch noch schlimmer als Apple. Also die dort innen drin verklebten Sachen, die sind wirklich nun überhaupt nicht mehr zu entfernen oder reparierbar. Weder Microsoft noch Apple wollten mit uns über das Thema sprechen. Auch Industrieverbände stellten sich stumm. Albert Albers ist Professor für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie. Er bringt angehenden Ingenieuren bei, wie man neue Geräte so entwirft, dass sie am Markt erfolgreich sind. Für ihn steht fest, der Käufer bekommt die Tablets und Handys, die er sich wünscht. Wenn Sie mal das Käuferverhalten beobachten, diese typische Nutzungsdauer ist nämlich genau diese 2 Jahre und dann gibt es einen neuen Vertrag und dann bekommt man auch ein neues Handy mit neuen Möglichkeiten. Und gerade beim Smartphone oder beim Handy ist es natürlich ein Stück weit auch tatsächlich damit begründet, dass neue Möglichkeiten da sind. Hinzu kommt, Mikroelektronik ist billiger denn je zu haben. Und wer soll einen MP3-Player, der keine 10 Euro im Laden kostet, eigentlich reparieren? Ich glaube eben, dass es gerade bei solchen Geräten nicht unbedingt der richtige Weg ist, die reparierbar zu machen, weil das eigentlich auch volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich und auch aus der Ökobilanz her nicht unbedingt sinnvoll ist. Für Uwe Rautenberg vom Repair Café Celle sind solche Bilanzierungen nebensächlich. Er sieht jeden Menschen persönlich in der Verantwortung, etwas gegen die globalen Konsequenzen unserer technologischen Wegwerfmentalität zu unternehmen. Ich finde, es ist ein Unding, dass Geräte so gebaut werden, dass sie entweder nicht mehr repariert werden können oder es ganz schwierig ist, sie zu reparieren. Das sind unsere Geräte, wir haben sie gekauft und wir müssen auch das Recht haben, mit den Dingen etwas tun zu können und nicht die Verantwortung außer Hand zu geben und zu sagen, wir sind von nun an abhängig und haben keinen Einfluss mehr darauf. Stetig steigenden Elektroschrottmengen, gigantischer Energieverschwendung bei Herstellung und Transport, immer neuer Elektronikprodukte und nicht zuletzt knapper werdenden Ressourcen setzt das Repair-Manifesto eine kleine Utopie entgegen. Reparieren statt wegwerfen. Es gehört dann anschließend noch mehr mir, ja, weil ich eine Erfahrung damit gemacht habe und weil ich es durch die in dieses Gerät gesteckte Arbeit mehr schätze, weil ich es auch behalte. Und weil es mir gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es sozusagen nicht nur gekauft, sondern ich habe es auch erobert. Im Repair Café wird gemeinsames Basteln zum sozialen Erlebnis. Menschen aller Altersgruppen bringen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse für das Ziel ein, dass nur noch auf dem Müll landet, was wirklich niemand mehr gebrauchen kann. Aus dem unmündigen Käufer, den die Industrie sich wünscht, wird so im besten Fall ein verantwortungsbewusster und unabhängiger Besitzer. Menschen, die Dinge reparieren können, sind in der Regel kleingeistige Eiferer. John DeLillo. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.